Hallo ihr lieben YouTube-Zuschauer, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Wir sind eigentlich noch mitten im Herbst, wie man hier sieht. Wir haben die schönsten Herbstkränze, wir haben Kürbisse, wir haben Herbstblumen im Laden. Und dennoch gibt es jetzt schon neue Themen, weil es in den Köpfen Weihnachten ist, im Laden ist Herbst. Und so ist jetzt doch Zeit, dass wir zwar im Schaufenster noch Herbst haben, aber wir haben unsere schönen Zapfen hochgeräumt und haben hier die schönsten Wellingtonia-Zapfen, Strobus-Zapfen, Fichten-Zapfen. Wir haben unsere Kugeln hochgeräumt und wir haben hier so richtig schon den Keller einmal umgedreht, ja, und die schönsten Sachen geholt und gekauft und alles geräumt. Und heute gibt es ein Video mit einem wunderschönen Adventskranz mit. Aber mehr gibt es im Arbeitsbereich und da gehen wir jetzt mal rüber. Aber bevor wir mit dem Video starten, muss ich euch sagen, wir haben heute unser Schaufenster umgebaut und wir haben den ganzen Laden alles umgeräumt. Und ich gehe jetzt mit euch mal raus auf die Straße zum Schaufenster und zeige euch mal unser schönes Winterschaufenster mit den Elchen, mit den Bäumchen, mit der Korkeiche. So, und wir haben beschlossen, dass wir eine wunderschöne, extra für euch YouTuber, eine Pre-Weihnachtsaktion machen werden. Und die Preise, wir haben jetzt einfach ein super Angebot gemacht und die Preise, die blende ich euch gleich ein. Und dann kann jeder von euch auch so eine schöne Weihnachtslandschaft mit auch mit euren eigenen Weihnachtsdekos dazu gestalten. Ich freue mich auf eure Bestellungen. Ich versende als Päckchen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer super sorgfältig einpacke und dass ich ganz schnell versende. Ich bin da blitzeschnell, antworte zügig. Also ich freue mich total auf eure Bestellung und das ist jetzt ein super Special Offer für meine Allerliebsten, nämlich euch. So ihr Lieben, also hier sind diese wunderschönen Zapfen, die ich, die sind ganz toll getrocknet. Das ist ganz wichtig, die dürfen nicht feucht sein, sonst fangen die auch an zu modern. Und wir haben die auch hier alle so in Körben und ich habe ein bisschen vorgearbeitet, ich gebe es zu, weil im Video soll es ja nicht so ewig dauern, wenn ich was mache. Und was ich gemacht habe, ist einen Zapfen-Adventskranz.
Aber wie der geht, das zeige ich euch natürlich oder erkläre ich euch Schritt für Schritt. Die Basis von diesem Kranz sind Strohrömer. Ja? Diese Strohrömer, die kann man entweder mit Heißkleber aufeinander kleben, also schön einmal hier richtig ringsum Heißkleber fest aufeinander drücken, oder alternativ geht auch immer drahten. Aber wenn ihr drahtet, also ich zeige euch das jetzt extra mal, wenn ihr drahtet, ist es natürlich auch wichtig, wie ihr drahtet. Sprich, ich nehme einen Strohrömer und genau, Draht ist auch eine spannende Sache, weil jeder Draht, der hat eine Seite, die ist stumpf, die ist also so abgeschnitten, und eine Seite, die ist schräg abgeschnitten. Und wenn ihr diese schräge Seite, entweder ihr schneidet die auch schräg, ja, oder ihr nehmt gleich die schräge Seite, weil da kommt ihr deutlich besser in den Strohrömer rein, wie wenn ihr die stumpfe Seite nehmt, dann ist es nämlich ziemlich schwierig. So, und dann gehe ich hier, mal durch, auch durch den zweiten. Habe hier natürlich jetzt die Spitze und nehm den Draht, knick ihn so um und drück ihn wieder in den Strohrömer rein. Ja, ist also richtig schön feste reindrücken. Und wenn der jetzt noch ein bisschen, man kann da auch noch mal ein bisschen reinklopfen. So, und jetzt ist der ganz toll eben in dem Strohrömer drin. Und hier muss ich natürlich diesen Draht ein Stück abschneiden. Dazu nehme ich hier, der Werkzeugkasten des Ehemannes ist immer wunderbar, eine Kombizange. Die ist für vieles gut und auch fürs Abschneiden von Drähten. Da gibt es nämlich hier dieses kleine. Ne? So, genau. So, da gibt es natürlich dieses Metall. Und damit kann man die Drähte sehr gut schneiden. Ich knicke den um, drücke den hier rein. So, zack, und fort ist er. Ja, also das ist jetzt schon mal die ganz einfache Lösung. Das mache ich dann an zwei Stellen und dann gehen die Kränze nicht mehr auseinander. Dann sind die super fest und das ist dann natürlich ohne Heißkleber. Dann ist der nächste Schritt Kranzwickelband. Man sieht hier also, der ist hier unten gewickelt. Wir wollen also nicht direkt das Stroh auf den Tisch stellen. Kranzwickelband hole ich ganz kurz. Moment. Gibt ja doch immer irgendwas, was man vergisst, hier herzustellen. Kranzwickelband ist hier so eine Rolle. Zeige ich euch auch den Bestelllink. Und wenn ihr mit dem Kranzwickelband wickelt, dann genau nicht so wickeln, dass ihr die Rolle direkt am Römer abwickelt, also nicht andersrum, und dann wickelt sich das viel leichter. Und dann wickelt ihr einfach, das ist natürlich jetzt ein kleines Geduldsspiel, so einfach mit dem Wickelband einmal ringsum schön festziehen, und dann habt ihr auch den Strohrömer abgewickelt. So, ich glaube, das ist jetzt für jeden plausibel. Ich lasse das jetzt einfach, diese angefangenen Strohrömer, ich lasse die jetzt einfach hier liegen und gehe zu meinem Kranz weiter. Ja, dann haben wir als nächstes Moos an diesem Kranz erstmal gewickelt mit einem dünnen Draht, ja, und auch, wenn nötig, geklebt. Also erstmal eine schöne Schicht Moos. Moos haben wir untenrum nicht gemacht, sondern nur seitlich und obendrauf. Ja. Und dann als nächstes kommt dann einfach Heißkleber und Zapfen. Das ist dann ein kleines Geduldsspiel. Also immer schön, richtig schön viel Heißkleber und manchmal auch seitlich Heißkleber und dann die Zapfen einen nach dem anderen hier schön reihum. Natürlich nicht nur außen, sondern auch innen, weil auch wenn man den Kranz hier so anguckt und dann, man sieht ja immer von schräg oben, guckt man in die Innenansicht, und schon hat man hier diese tolle Zapfenkranzbasis. Und wenn dieses Moos schön getrocknet ist, und das ist jetzt wirklich strohtrocken und es ist ganz toll grün und es bleibt auch wirklich, wenn man das gut trocknet, dann bleibt es auch schön grün. Der Tipp ist beim Moos, beim Trocknen, also wenn wir das kaufen, ist es auch oft ein bisschen feucht. Moos nicht im Wald sammeln, ist verboten, sondern wirklich kaufen, ist es feucht. Wir legen das einzeln mit den Lagen, legen das flächig aus und dann trocknet es so toll ein. Ja, und schon ist die Basis fertig für unseren Adventskranz. Und der nächste Schritt,
Das sind dann die Kerzen. Die Kerzen, die muss ich natürlich erstmal anbraten. Also bei Kerzen, erstmal so zum Thema. Bei Kerzen finde ich, ist es ganz wichtig, dass die Kerze eine gute Qualität hat. Bei Kerzen sparen, das ist eigentlich falsch. Es ist natürlich alles teurer geworden, aber eine gute Kerze brennt gut ab. Und ich kenne auch jemanden, der hat billige Kerzen gekauft und hat danach, weil es so gerußt hat, die Wohnung neu streichen dürfen. Da war die Ersparnis dann begrenzt. Ja, und deswegen würde ich bei Kerzen auch was Gutes kaufen. Und eine gute Kerze, da wird das Wachs bis außen hin schön weich. Und die machen ja auch manchmal so diesen Lappen nach außen. Das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Das heißt, dass das Wachs bis außen weich wird. Und was ich oft mache, ist, wenn ich die Kerze ausmache, dann schiebe ich das Wachs nochmal so zusammen. Dann macht sie diesen Lappen nicht und kann das Wachs ganz toll mitnehmen. Und ja, meine erste Aufgabe ist jetzt, die Kerzen alle anzudrahten. Ich nehme jetzt wieder einen dicken, schwarz geglühten Draht. Da zeige ich euch auch nochmal den Bestelllink. Also es gibt so einige Materialien in der Floristik, die man doch permanent gut gebrauchen kann. Dazu gehören auch Drähte. Drähte lohnen sich total anzuschaffen, weil ohne Draht, das hätte ich früher nie gedacht, aber ohne Draht kann man vieles überhaupt nicht machen. Ja, und hier kommt jetzt auch die Kombizange zum Einsatz. Ich habe bewusst für die Kerzen, wenn ich die jetzt auf den Kopf stelle, ich habe jetzt ein weiches Tuch, weich und sauber, weil wenn ich jetzt hier, manche haben mitten auf ihrem Arbeitstisch das ganze Gebrösel und wenn ich dann eine Kerze, die Rustikkerzen verzeihen ein bisschen mehr, weil die ja eh so ein bisschen marmoriert sind in sich, aber wenn ich jetzt eine richtig schöne lackierte Kerze auf mein Gebrösel stelle, dann habe ich das Gebrösel auch hier im Wachs drin. Und deswegen wollen auch Kerzen gut behandelt werden. Das ist ganz wichtig. Dann kommt die Kombizange aus dem Werkzeugkasten zum Einsatz. Ich nehme mit der Kombizange, mache vielleicht einen Daumen breit von dem Draht, lasse ich nach vorne rausstehen. Der Grund ist, ich nehme jetzt hier, ich habe immer eine Kerze auf dem Arbeitstisch in der Weihnachtszeit, erhitze den Draht in der Spitze der Flamme, ja, brauchen wir ein bisschen Geduld haben, je heißer der Draht, desto besser geht er in die Kerze, kann dann hergehen und, Moment, so, und ja, füge den Draht in die Kerze ein. Es ist bei den, also wenn der Draht nicht heiß genug ist, dann geht man auch das Risiko ein, dass die Kerze, dass die auseinanderplatzt. Und wenn der schön heiß ist, die Flamme springt natürlich wegen meinem Atem ein bisschen hin und her, wenn der Draht schön heiß ist, dann schmilzt das Wachs und dann ist das Risiko, dass hier was abplatzt, nicht so hoch. Das kann natürlich immer mal passieren. Den Draht nicht zu tief reinmachen und auch nicht zu weit innen. Weil wenn man die Drähte zu lang macht oder zu weit innen, dann kann es passieren, dass die Flamme die Drähte als Ersatz dort nimmt und dass die ja ziemlich lichterloh brennt. Und also Kerzen eh nie unbeaufsichtigt und rechtzeitig ausmachen. Und mit Kerzen ist ja eh, gibt's ja viele Sicherheitsvorkehrungen. Und deswegen sollten diese Drähte auch nicht zu weit rein in die Kerze und nicht zu weit in der Mitte. Ja, und so haben die auch einen schönen Abstand zu dem Docht. Also es ist ganz, ganz bewusst so gemacht. Ja, und dann alle vier Kerzen erstmal andrahten. So, also die Kerzen auf jeden Fall erstmal stehen lassen. Paciencia, dass es schön fest wird und dass das Wachs nicht mehr weich ist. Und dann, wenn ich die in den Römer, also da sollen jetzt die Drähte alle gleichmäßig in den Römer. Das heißt, die Drähte müssen wirklich schön gerad stehen. Ja, und dann kann ich die so und dann klopfe ich so flächig mit der Hand, klopfe ich die Kerze rein mit den Drähten. Das ist natürlich toll, wenn die Kerze so ein bisschen, wenn ich da ein bisschen justieren muss, dann kann ich das immer machen. Der Docht, das ist alte Floristenmanie, der Docht, der muss aufrecht stehen und ich gucke erstmal, dass ich die Kerzen schön regelmäßig anordne
Und es kann einem manchmal passieren, wenn man diese Drähte hier ansetzt, dass sich einer verbiegt. Also die muss man mit Gefühl in den Römer reinmachen. Aber wenn man das öfter gemacht hat, so, zack, geht es eigentlich auch sehr, sehr gut. Alternativ zu dieser klassischen Anordnung, ja, jetzt ganz regelmäßig, kann ich natürlich auch zwei Kerzen hier hinten noch reinmachen und kann hier vorne mehr Deko reinmachen. Also das ist dann die Alternative. Aber die meisten wollen tatsächlich die Kerzen ganz regelmäßig auf dem Kranz angeordnet haben. Und Weihnachten ist doch meistens sehr, sehr klassisch. Ja, weil wir haben auch die am häufigsten gewählten Farben sind tatsächlich auch weiß und rot. Aber ich wollte jetzt mal für den Kranz auch mal grün. Und ich wollte euch ja auch mal was anderes zeigen. Es ist auch ganz viel Natur und dieser Kranz braucht eigentlich gar nicht so viel Deko. Ja, der kommt mit relativ wenig aus. So, bei der Deko ist es auch immer wichtig, die Deko nicht so ganz verteilt regelmäßig anordnen, sondern es ist auch sehr schön, wenn man die Deko auch mal gruppiert. Also hier so zwei Zöpfchen zusammen. Aber was ich als erstes mache, ich fange jetzt nicht mit der Deko an, sondern ich habe hier ein wunderschönes Grün. Das ist die Muschelzypresse. Die wächst ganz, ganz langsam und ist auch sehr, sehr edel. Also sie wächst im Schneckentempo, wächst so schön gedreht, hat auch auf Lateinisch einen traumhaften Namen. Die heißt Octusa nana gracilis. Ich liebe diesen Namen. Und die Muschelzypresse, die nehme ich und so. Und mache sie einfach nur mit Krampen fest. Das hat den Vorteil, wenn irgendwann die Muschelzypresse trocken ist oder so, dann kann ich einfach hergehen und kann das auswechseln. Und wenn ihr das zu Hause macht, ihr müsst natürlich die Kugeln und die Zapfen und so, ihr müsst die nicht festkleben, sondern ihr könnt auch, ich gucke gerade. Die Kerze muss ich doch noch mal ein bisschen ändern. Seht ihr, auch ich muss es noch mal. Da stimmt nämlich der Abstand sonst nicht. So, ihr könnt auch die Deko einfach legen und wenn was trocken ist, dann nehmt ihr die Deko runter, macht frisches Grün rein und krampt die Deko wieder drauf. Das ist natürlich super. Und auch der weitere Vorteil ist, also so einen Kranz könnt ihr in einem Jahr machen. Könnt ihn einfach abdekorieren. Man lässt nur den Körper und die Zapfen und kann den Rest, die Kerzen und das Grün abdekorieren und schlägt den schön mit Motten geschützt, schlägt den schön ein in Papier und kann den dann in den Sommerschlaf schicken. Normal heißt es immer Winterschlaf, gell, aber Sommerschlaf. Und das heißt, also ich lege das jetzt auch einfach mal nur drauf, um euch das zu zeigen. Und es ist jetzt grün. Grün ist ja relativ dunkel. Und ich finde es also sehr schön, wenn ein paar helle Elemente reinkommen. Und die hellen Elemente, die habe ich mir jetzt über die Zapfen gesucht. Die suche ich mir auch über den Stacheldraht. Callocephalus heißt der Stacheldraht. Der wird jetzt sehr viel angeboten. Und das ist auch ein ganz tolles, ja, silbriges Grün. Ist also nicht nur für den Herbst sehr schön. Und ich finde ihn auch für Weihnachten, finde ich ihn traumhaft. Und den würde ich auch einfach mit einem Krampen, würde ich den feststecken. Und wir nennen ihn liebevoll Kali. Kali heißt er bei uns im Laden. So, dann habe ich zur Deko, was natürlich sehr schön ist immer, sind Apfelscheiben. Es gibt grün gerenderte Apfelscheiben und es gibt auch welche mit einem roten Rand. Und selbstverständlich müssen hier welche mit einem grünen Rand her, weil grüne Kerzen, grün gerenderte Apfelscheiben, Kugeln. Kugeln ist auch eine tolle Deko. Ich kann die Drähte anschneiden. Und Moment, mein Gedanke war jetzt eigentlich dieses Kugelbündel. Moment, das schneide ich raus.
So, Kugeln. Also ihr seht, ich arbeite schon öfters synchron. Das heißt, ich mache die Deko schon identisch. Also ich mache es jetzt nicht so ganz kreuz und quer, sondern ich versuche eine gewisse Regelmäßigkeit zu bekommen, weil das gibt auch eine Ruhe fürs Auge. Das ist dann schöner, wie wenn man jetzt so viel verteilt. So, und ich finde, eigentlich ist oft weniger mehr. Und ich bin im Grunde genommen schon, ich könnte jetzt natürlich auch noch immer ein bisschen Muschelzypresse. Muschelzypresse ist so schön. Und die hält auch sehr, sehr schön. Ja, man kann natürlich immer noch ein bisschen Muschelzypresse irgendwo reinlegen. Aber wenn die Kerzen runterbrennen, dann die Muschelzypresse wird ja auch ein bisschen trockener. Dann ist es auch zum Thema Brandschutz natürlich gut, wenn das Grün auch ein bisschen Abstand hat zu den Kerzen. Und ich habe ja immer so Sinn für so kleine Spielereien noch. Und was ich gemacht habe vor dem Video, ich habe noch mal so mit Anissternchen, habe ich noch mal so überlegt, jetzt heben die sich ja eigentlich kaum von den Zapfen ab. Das fand ich irgendwie doof. Und dann habe ich als Vorbereitung fürs Video Anissternchen Silber gesprüht. Das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Und mein Gedanke, weil ich möchte eigentlich gar noch mal so eine, was Schönes um den Kranzkörper rum machen. Und dafür habe ich einen grünen Basteldraht genommen. So, dann gehe ich her und packe mein Anissternchen mit dem Basteldraht, umwickel das dreimal und verdrehe. So, Moment. Verdrehe den Draht, so dass der auf der Rückseite verdreht ist. Dann, so, ihr könnt schon fast erraten, was ich vorhab. Das heißt, ich drahte jetzt einfach meine Anissternchen an, um dann eine Sternchenkette um meinen Kranz rumzuführen und das so als spielerisches Deko-Element, spielerisch haltbar, und dadurch, dass ich sie ein bisschen silbrig angesprüht habe, heben sie sich natürlich auch ganz toll von den dunklen Zapfen ab und sind nicht so einheitsgrün. Ich zeige euch auch noch eine Alternative. Geschmäcker sind ja verschieden. Aber also mein Favorit sind so spielerische kleine Elemente. Man könnte auch noch kleine Stücke von Zimtstangen zum Beispiel andrahten. Das ist auch ganz schön. Aber mir war jetzt dieses Braun zu Braun, das war mir zu langweilig, ehrlich gesagt. Und deswegen kam mir so die Idee, Silber zu sprühen. Man könnte auch jetzt so kleine Büschelchen von dem Canocephalus andrahten. Das geht auch. Das wäre zum Beispiel auch sehr schön. So, also ich zeige euch jetzt mal eine Alternative. Aber ich weiß nicht, ob ihr der Meinung seid, wenn man zum Beispiel so einen Wollfilz außenrum macht. Aber ich würde den nicht machen. Aber manche sind ja auch Filzfans. Ich finde Filz toll, aber in dem Fall ist das jetzt nicht mein Favorit. So, und dann nehmen wir also unsere frisch gewickelte Anissternchenkette. Jetzt muss ich das erstmal hinkriegen, dass es überall die Vorderseite ist natürlich, die ich extra so schön silbrig hell gemacht habe. Aber das ist kein Problem. Jetzt kriege ich es hin. Oh ja, ich habe es wirklich, um ringsum zu kommen, habe ich tatsächlich das hat jetzt genau gereicht, um einmal drumherum zu kommen. Und Draht ist immer ein sehr, sehr schönes Schmuckelement. Und man kann also mit dem Draht dann ruhig um den, vielleicht so, ich sag mal so, 3-4 Mal um diesen Kranz drumherum gehen. Weil Drähte schimmern natürlich auch so schön im Licht. Das ist ja auch was, immer was Edles. Und dann, so, und dann würde ich auch meine Drähte, Moment, so, manchmal rollen die nicht so gut ab. So, und dann würde ich tatsächlich auch den Draht verschließen. Das heißt, ich gehe her und verdrehe den und schneide den ab. Und dann ist auch tatsächlich
Mein Zapfen, ja, ein Zapfenkranz, dieses Mal ein anderer Zapfenkranz, weil ich hatte auch schon einen mit Strohhustzapfen, mit gemischten Zapfen, aber dieses Mal ist einer mit diesen schönen länglichen Zapfen. Und dann ist mein Zapfenkranz eigentlich auch schon fertig und wartet eigentlich nur noch darauf, auf dem Tisch zu erstrahlen. Ihr Lieben, das war die erste Weihnachtsidee, wieder mit viel, viel, viel Natur, relativ einfach zum Nachmachen und auch mit Materialquellen, wo man was kaufen kann und wenig Kugeln. Ich glaube, das ist auch ein Trend, den viele gern haben, wenig Kugeln, viel Natur. Das ist wirklich so bei vielen Kunden sehr gefragt und ich bin total gespannt, was ihr davon haltet und ob dieser Kranz für euch auch was wäre. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und es kommen noch ganz viele Weihnachtsideen. Es lohnt sich zu abonnieren und die Fortsetzung zu schauen. Bis bald, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss. Thank you.